Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Forza Horizon 2. Ja, letztes Mal haben wir eine Löffelliste abgeschlossen. Schön McLaren P1. Ja, das war ganz gut. Und jetzt haben wir unser erstes Autotreffen von Horizon 2 freigeschaltet. Und wir haben einen schönen Stufenaufstieg. Den hole ich mir jetzt gleich mal. Holy shit, Alter. Holy, ich bin jetzt sogar so gerade so ganz am Abrasten. Abrasten. Logisches. Ups, aber bevor. Ah, scheiße. Ups. Wir müssen zum Autotreffen fahren, anscheinend. Müssen wir das? Anscheinend müssen wir das. Na gut, fahren wir dahin. Ich nerv's nicht immer, wenn ich dann in einem Autotreffen war, dann setzt er mich bei jedem neuen Anfang, also beim immer neuen Anmachen vom Spiel, setzt er mich immer am Anfang gleich wieder am Autotreffen ab und nicht da an der Stelle, wo ich es jetzt mal war. Ist ein bisschen nervig. Hi. Ein Vauxhall Astra. Ich hätte gedacht, die gibt's hier nicht. Anscheinend schon. Ups. Als ob man das nicht umfahren kann. Komm her. So, gut. Geht. So, dann darüber. So, komm. Autotreffen Nizza Massena heißt das. Können wir ein paar Straßentypen herausfordern. Wäre mal eine gute Idee. Idee. Was hätte der? Der fährt ein Model S, der fährt ein Model S. Apropos Model S, ich hatte heute oder irgendwo bei uns auf dem Parkplatz steht ein Model X. Also ein Tesla Model X. Lol. Okay. Ich bin während eines Fahrens noch nie in einem Horizon-Treffpunkt so eingestiegen, deswegen. Ich bin immer nur am Anfang rausgekommen. Alles klar? Viel Spaß. Und nichts kaputt machen! Hey, du bist mit Ben befreundet? Cool. Warst du schon mal auf einem Autotreffen? Hier an diesem Ort findest du Ben. Immer irgendeinen. Alles klar. Wenn das dein Ding ist. Ich komme dann her und lerne Leute kennen, rede über Autos, tausche Tuning-Tipps, sehe mir Lackierung an, sowas. Oh, Moment. Sorry, ja, geh mal dein Handy, los. Ja. Du kannst aber ruhig bleiben. Man weiß nie, wie man hier so trifft. Bis später. Ciao. Darf ich den kaufen? Bum, 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 bum. Auto kaufen. Wie viel kostet der denn? Darf ich mir den kaufen? Hunderttausend. Weißt du was? Den kaufen wir hier. Den kaufen wir uns. Den kaufen wir uns. Ich musste jetzt doch das Geld ausgeben. Der Duft eines neuen Wagens. Sie haben das erste Auto gekauft. Wow, und ich hatte es aus dem Auto. Nicht mal aus dem Autohaus, sondern aus. Ich hab's einen Gebrauchten gekauft. Vielleicht war er günstiger. Nee, Schatz. Aber ich finde den cool. Darf ich den jetzt fahren? Oh, was? Showdown? Ja, ich will Showdown machen. Holy 177, ich liebe das Ding. Jetzt machen wir mal kurz einen. Hey, die spielen Fußball. Die spielen Fußball da. Bam. Gut, Junge, hast du gut gemacht. Alter, der hat ja einen guten Look reingemacht, ne? Oh, yay, Showdown. Wo wird der gemacht? Würde ich jetzt so gerne wissen. Ach nö. Ich bin ja voll unterbemittelt. Mein Gott.
Oh Gott. Ach so, schau dann, wir starten schneller, früher, okay. Okay, okay. Wir können es schaffen, wir können es schaffen, Zweiter zu bleiben. Möglicherweise. Ich glaube, wir bleiben Zweiter. Glaube ich schon. Wie geht denn der Showdown? Okay. Oh je, hoho. Ich bin eigentlich bei Horizon 2 noch nie einen Showdown gefahren. Also zumindest hier so eigentlich. Sonst immer hier diese Flugplatz-Showdowns da. Einmal von oben nach unten durch. Okay, die Kurve war verkackt. War nicht schlecht. Die anderen kommen schon. Bitte nicht. Ich will Zweiter bleiben. Mindestens Top 3. Jetzt bleibe ich bestimmt Top 3. Scheiße, wieso hat er die Kurve gekriegt? Alter, was ist das für ein Fahrer? Ich meine, mein Auto ist auch unterbemittelt. Untermotorisiert. Ist ich da drin V10? V8? Diese schnellen Autos kann man schnell überholen, wenn man in der Kurve fährt. Aber die sind zu gut in der Kurve. Da ich wenigstens noch unter die Top 3 kommen. Und der andere, das weiß ich nicht. Der ist weg. Ist mir aber auch gerade egal. Wenn wir jetzt unter die Top 3. Obwohl sie trotzdem nur 4 sind, aber gut. Wenn das der anderen die noch überholt hat. Boah, die Bremsspuren, die der hier hinterlassen hat. Oh je. Ja, alles klar. Beende mal das Rennen. Ja, ja, ja. Das ist hier das altbekannte Spielchen. Ups. Das war jetzt Fail. Ich sag doch, der McLaren überholt den jetzt noch. Was ist denn Trans Am? Kann mir das mal einer sagen? Was ist ein Trans Am? Ich habe keine verdammte Ahnung, was ein Trans-Am ist. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Oh, schafft das noch? Holy, ist das bitter, Alter. Holy, ist das bitter. Eine Sekunde. Oh, also 1%. Oh, ist das bitter. Oh, man kriegt aber Geld, ne? So viel, wie man im Rennen verdient. Also dafür ist das schon... Okay, es war ein Rennen. Fuck. Es war ein Rennen. Ja, mach mal schön deine Hände in die süße Hosentasche. Naja, mach das mal. Dum 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 dum. Willkommen zum Autotreffen. So, wir verlassen jetzt aber mal den netten Solo-Modus. Ich würde gerne mit meinem Nissan GTR mal ein bisschen rumkurven. Kurven. Ja, hier so Kurven. Hey, wir veranstalten ein neues Turnier auf der Isola Tempesta. Das wird extremer als alles, was wir bisher gemacht haben. Mit ganz neuen Veranstaltungstypen. Dabei? Wie du vielleicht gemerkt hast, herrscht auf der Isola Tempesta ein subtropisches Klima. Stürme wie den hier werden wir die ganze Saison über haben. Das werden hier ganz andere Herausforderungen sein als bisher. Stell dir jetzt noch ein raues und unwegsames Gelände vor. Dann hast du ein Bild davon, was uns hier erwartet. Okay, ich habe hier was, da hätte ich dich gerne dabei. Mach dich auf den Weg zum Hafen von Nizza. Und zwar mit Übernachtungsgepäck. Wir sehen uns dort. Upsi. Ja, okay, jetzt wurden sie uns hier Storm Island vorgestellt, aber ich wollte jetzt eigentlich erstmal mal... Oh, nach Sister On geht's diesmal. Oh, wird ja schon vorher verraten, ist ja fies. Muss ich ihn lang? Ich sehe es gerade nicht. Ah, gut, da lang. Aber ich sitze in so einer blöden Position, da sehe ich das gar nicht. Das spiegelt das so komisch.
Upsi. What? Aus. Oh, Digga, komm schon. Seien wir mal ein bisschen gnädig. Aber ich will voll gerne nach Schüchtern. Nach Schüchtern, nee, Scherz. Aha. Ups. Okay. Erlang. Gut. Müssen wir da abbiegen? Ja, müssen wir. Das Auto hat eine Kacklenkung. Wirklich, die ist nicht toll. Da driftet der eher um die Kurven, als dass er sie fährt. Und wir haben die Ausfahrt verpasst. Apropos Ausfahrt, wir sollten mal auf der Autobahn fahren. Vielleicht fahren wir auf der, aber es war ja klar, dass ich in der Sicht nicht abbiegen kann. Gut. Sind zum Horizon-Treffpunkt. Ja, diesmal sind es ja Horizon-Treffpunkte. Upsi. Danke. Die nächste Etappe unserer Autotour steht an. Allerdings musst du zunächst eine Meisterschaft auswählen, bei der du vor Ort antreten möchtest. Hier sind meine persönlichen Empfehlungen. Aber sieh dir ruhig alle an. Ich glaube auch nicht, dass ich davon was nehme, sondern... Gibt es irgendwo aktuelles also sehen, Auto, erschwingliche Autos? Hier gibt es das Richtige für jeden Geschmack. Such dir einfach was aus. Ist der zufällig besser? Gute Wahl. Dies sind die Wagen, die für diese Meisterschaft zugelassen sind. Wenn du einen anderen Wagen möchtest, kannst du einen Autosalon kaufen nehmen. Und dich auf dem Weg nach Sisteron an seine Fahrweise gewöhnen. Oh ja, der ist besser. Nehmen wir den nochmal. Hervorragend. Du hast dich für diese Meisterschaft in Sisteron angemeldet. Macht's doch was? Ein Gespür für den Wagen zu entwickeln. Anscheinend. Ah, gut. Alles klar. Hi. Oh, hey. Hast du Lust auf was anderes? Ein kleines Abenteuer? Vor uns liegt eine Panoramastraße. Versuch an mir dran zu bleiben. Wird vielleicht etwas holprig. Ich habe gerade einen Nissan gekauft. Ich will jetzt nicht mehr. Wir fahren nur Offroad-Autos. Ja, gib mal an mit deinem Bowler. Ah, da bin ich ja. Meinem netten Nissan. Leute, wir haben gerade einen neuen Sender zu den vorhin gestellten Radiosendern hinzugefügt. Das ist doch schön. Jetzt müsst du bei allen auf den schön. Der hat auf jeden Fall eine bessere Radio aus. Ich werde es garantiert nicht schaffen, in 6 Minuten dahin zu fahren. Nach dem Patzer eben. Oh, komm schon, der kriegt die Kurven genauso nicht, glaube ich. Das kommt mir gerade so extrem vor, der schlittert die ganze Zeit so genauso rum. Oh Mann. Ey, Benny oder Warren. Ich bleib an dir dran, ich hab dich überholt. Oh, diese Kackkurven. Leck mich doch am Arsch. Ich weiß, dass ich falsch fahre. Danke dafür, danke für die Erinnerung. Nur, er rutscht noch mehr um die Kurven. Boah, ich kann ihn gar nicht handeln. Wir müssen den tunen, damit er besseres Handling bekommt. Oh Gott, in 6,4 Kilometer noch. Ich meine, wir könnten es schaffen. Aber trotzdem. Gut, die können es schaffen. Wenn wir schnell fahren. Das ist eine Panoramastraße oder was? Das hier. Gut, würde ich sagen. Ja, könnte sein, dass es eine Panoramastraße ist. Ey, du backst dich doch vor. What the fuck? Als ob wir querbeet fahren sollen. Route wird neu berechnet. Yay, wir fahren querbeet und ich fahre nur einen fucking Nissan. Hab ich gerade Nissan gesagt? Uts, ouch. Oh shit. Oh. War ja klar.
Nee, ich muss spulen. Ich hoffe, ich kriege keinen Zeitabzug, wenn ich jetzt spule. Ha, woher soll ich denn wissen, dass da... Kann ich das vielleicht noch abbiegen? Nee, darf ich nicht. Wo die anderen sind, weiß ich auch nicht. Ich bin mutterseelend alleine hier. Ich habe nicht zufällig einen Geisterkumpel dabei. Wieso ist das ein Nissan? Ein Rechtslenker. Nissan ist doch gar keine... Naja, soll's. Wir haben es bald geschafft. Auf Offroad kommt er anscheinend gut zurecht. Naja, wir fahren ja auch nur 250 über Fuck Offroad. Nein. Nein. Doch. Ah. Wo soll ich denn da jetzt hingemusst? Nach links? Nach links? Der Junge, geisteskrank, ey. Das Ding bremst noch gar nicht. Ich habe ABS aus, oder was? Das Ding bremst so gut wie gar nicht. Das ABS reagiert zwar, aber Bremsen sind kacke. Ah, ich weiß, wo wir lang müssen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Oh, shit. Oh, nee. Oh, ich hasse Bäume. Ich meine, ich mag es, wenn sie in der... Als ob... Mann. Gut, dann den Tier lang. Schaffen wir doch wohl in 4 Minuten, 3 Minuten, okay? Hi, ich hab dich mal kurz überholt. Oh, schnell vorbei. Ui. Bam. Komm, bei Sisterhorn. Ist eigentlich bei Sisterhorn. Das heißt doch in Sisterhorn, oder? 9. Nein, nochmal. Der rasseln da wirklich Dinger runter. Willkommen bei der Modern Supercar Meisterschaft. Die zieht immer viel Publikum an. Seien wir ehrlich, wo man einen Ferrari gegen einen Lambo fahren sehen kann, oh, strömen immer die Massen zusammen. Okay, such dir ein Rennen aus, mein Freund. Hab's verstanden. Aber da unten ist ein... Was Gerücht überschreitet? Die Jungs haben sich von unserer Gruppe entfernt. Sie wollen den Gerücht über einen herrenlosen Klassiker. Wisst ihr was, Leute? Wir machen die Fahrspaßliste und dann holen wir uns den Scheunen von da mal was zu tun. Da haben wir was zu tun. Und möglicherweise machen wir noch ein Rennen, wenn es von der Zeit her passt. Aber ja. Ich liebe Cicero. Ja, ich war kurz so gut. Horizon Fahrspaßliste Mittel. Weichen Sie dem Mittagsverkehr in einem Pagani Zonda C aus. Oh, cool. Och, scheiße, Alter. What the fuck? Hat das gerade gezählt oder ist das gezählt? Wie cool. Also, ich muss quasi so schnell wie möglich an den vorbeifahrenden Autos vorbeifahren. Und so nah wie möglich, um die Punkte einzusacken. Ach, das ist einfach. 11 habe ich schon. Okay, der hat nicht gezählt. Okay. Der hat auch nicht gezählt. Okay, okay, ja, ja, ich hab's kapiert, die ernste Lage. What the fuck? Viel zu schnell, viel zu schnell. Krieg ich bei dem auch, Wieso fahren hier keine Autos? Mittagsverkehr. Hier ist einer. Wumm. Hier ist hier gar kein Verkehr. Oh nee. Das wäre übel ausgegangen. Oh, das hat ja auch nicht gezählt. Komm schon. Wollen nur noch ein bisschen mehr Verkehr hier. Gut, den haben wir gekriegt. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Was? Als ob wir da rüber müssen. Oh, cooles Auto, sehr nices Auto. Oh, warum? Ne, der ist nicht gegolten. Okay. In 400 Metern nach rechts abbiegen.
der hätte wirklich gar nicht funktioniert. Mann, also so einfach ist es nun auch wieder nicht. 14. Zählt der Bus, der LKW auch? Hat er gezählt? Anscheinend. Wumm, wumm. Kommen noch 3 Autos. Komm schon. 3 verdammte Autos. Nein, wir spulen zurück. Ich will das haben. Ich will dieses Auto. Der hat jetzt nicht gezählt. Wieso nicht? Erklärung bitte. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Der hat auch nicht gezählt. Erklärung bitte. Oh, das ist ein Auto. Hast du bestimmt keine 3 auf dem Weg zum Ziel. 2. Oh, das ist das dritte. Oh, komm. Zumindest jetzt noch. Holy! Holy, Alter, war das knapp. Aha. Alter, war das knapp. Haben wir einen V-Spin? Yes. Oh Mann, das war jetzt. Ach, das war jetzt knapp. Meine Fresse. Unglaublich. Yes, gib mir Respin. Gib mir Kohle. Gib mir die 100.000 wieder, die ich eben. Hätte ich nicht den da unten drunter gekriegt. Hätte ich den nicht gekriegt. Alles klar. Oh, das ist die P-Tafel. Bumm. Wollt ihr mich eigentlich trollen? Bam. Als ob. Was war das denn eben? Gut, Scheunenfund. Irgendwo hier. Gut, fahren wir dahin. Den sacken wir mal ein. Den sacken wir mal schön ein. Wow, das war jetzt komisch. Okay, holen wir uns den mal. Oh, gut. Kriegen wir hin, kriegen wir alles hin. Gut, darüber. Oh, scheiße, ich habe so ein übles Gefühl bei diesen Bäumen. Oh, noch nicht. Okay. Gegen Roli. Das ist übelst die große Fläche. Kann ja nicht schwer sein, da einen Scheunenfund zu finden. Eigentlich. Kann es ja nicht schwer sein. Eigentlich. Wenn man da die Häuser sehen würde. Okay. Nee, inmitten bei den Häusern steht es nie. Sind wir durch die Bäume durch? Oder auch nicht? Scheiße, da hinten kann es auch sein. Oh Gott. Okay, das ist ein Riesengebiet. Das ist ein Riesengebiet, wo es sein könnte. Oh nein, Alter, das ist ja riesig. Das ist ja monströs. Man kommt aber auch schnell voran. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank kann man durch die Bäume durchfahren. Wir müssen mal diese kleinen abgeschotteten Wege finden. Meistens ist das der Weg um. Ich habe einen Signalhänger, ne, Scherz. Könnte es denn sein? Da oben? Ne, zwischen Häusern steht es nie. Nach da fahren. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ui. Wir haben doch schön dafür gesorgt, dass es hier ein bisschen mehr regnet, ne? Gut, ich fahre mit 205 Euro Offroad. Da ist ein Haus. Ui. Ich bezweifle aber sehr, dass das Wetter im inneren Bereich ist. Es ist nicht mehr im Bereich. So viel Pech muss man haben. So viel Pech muss man haben. Da ist ein kleines Haus. Könnte es sein? Ich glaube es ist. Ja, ja. Ja, die erste Scheune. Nice. Hallo. Hi. Ich hoffe, du hattest Spaß auf dem Autotreffen. Du hast was gefunden? Ich hoffe auch. Nice, nice. Renault Alpine. Schick. Das ist ein Renault Alpine A110. Ach was, war es ein Rennwagen? Echt? Das habe ich jetzt aber nicht bemerkt. Vielleicht fährt er ja bald wieder Rennen, wenn ich mich um ihn gekümmert habe, oder? Mhm.
Du musst nächstes Mal ein bisschen fahren. Gut, ja, dann sage ich einfach mal, die Folge ist für heute beendet. Ja, lasst einen guten Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Und dann sage ich einfach mal, ciao und bis zum nächsten Mal.